So, einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich muss euch mal eben hier abstellen. So, es ist kurz nach 8, Viertel nach 8, glaube ich. Und ich muss mir eben meine Nägel mit Klarlack wieder lackieren. Ich hatte das gestern abgemacht und ich hatte nicht geschafft, neuen drauf zu machen. Ich habe gestern auch nicht gevloggt. Ich war den ganzen Tag arbeiten und hin und her und her und hin. Calvino war krank übers Wochenende. Ich hatte euch das noch nicht erzählt. Wir waren in der Kinderklinik mit ihm. Also wir hatten erst angerufen, diese 116, 117 Telefonnummer, um zu gucken, wo geht man denn jetzt hin mit Corona und mit dem 10-Jährigen. Der hatte so Bauchkrämpfe teilweise. Also der konnte kaum gerade laufen. Ja, und dann haben die gesagt, wir sollen zur Kinderklinik und da wurde dann halt erstmal das Lebensbedrohliche ausgeschlossen. Und dann haben die gesagt, wir können halt zum Kinderarzt gehen, zum Hausarzt gehen. Und ja, dann wird er weiter behandelt und wenn es natürlich schlimmer wird, dann können wir wieder kommen. Und dann war Bernd gestern eben mit ihm beim Hausarzt und dann hat er halt Tabletten bekommen. Und es geht ihm heute schon besser, aber er soll noch aus der Schule rausbleiben. Deswegen ist er halt zu Hause heute und gestern und morgen wahrscheinlich auch noch. So hat der Arzt halt gesagt, der Hausarzt. Und jetzt haben wir gleich einen Termin zum Impfen beim Tierarzt. Der Smurfy muss geimpft werden. Ich habe gerade den Heimtierausweis rausgeholt, weil das muss halt alles eingetragen werden. Dann muss ich kurz in die Stadt zur Bank und dann löse ich den Bernd ab am Laden, weil der fährt dann zur alten Wohnung und renoviert da alles, was renoviert werden muss, damit wir die Übergabe machen können irgendwann, dass wir das halt nach und nach so fertig machen. Unten läuft der Staubsaugerroboter, weil ich keine Zeit hatte, das zu machen. Zu saugen. Manuell ist er schon seit einer Stunde hier zugange. So. Hallo, wo seid ihr? Habt ihr euch versteckt? Ach, hallo. Ich bin im Kreissaal im Krankenhaus. Ich habe euch doch erzählt, dass Bernd in der alten Wohnung ist, mit seinen Eltern da am Renovieren für die Übergabe. Und ich bin dann, ich war beim Tierarzt und dann war ich mit Calvino im Laden und dann wollten wir auch zu der Wohnung gehen oder waren dann auch an der Wohnung. Ja. Und die kurze Version ist, da war ein Angreifer vor der Haustür und ich habe einen Schlag auf den Bauch bekommen. Und ja, dann war auch Polizei da und Krankenwagen. Die haben gesagt, zur Sicherheit soll ich halt mit ins Krankenhaus kommen. Jetzt ist die ganze Zeit schon CTG dran gewesen, also 45 Minuten oder so. Und jetzt warte ich auf weitere Untersuchungen hier. Ja, ich bin einfach nur fertig, aber ich habe so geweint. Jetzt, Gott sei Dank, ist es schon so ein bisschen, weil ich jetzt schon fast 2 Stunden im Krankenhaus bin. Hat sich das ein bisschen beruhigt wieder. Ich hatte hier so alles zusitzen vom ganzen Weinen und so. Nase putzen kann ich auch nicht, weil, also, wenn ich den Mundschutz auf habe, den kann ich ja nicht abnehmen. Ich habe halt so einen ziehenden Bauch. Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich einfach nur diese Übungswehen oder so. Und das Baby, das war so aktiv, der hat so getreten die ganze Zeit. Wahrscheinlich, weil der mein Adrenalin abbekommen hat. Mann, ey. Ja, Bernd darf nicht rein ins Krankenhaus. Der war hier unten, aber der kommt nicht rein. Aber da wir ja mit Handy kommunizieren, weiß er ja, dass es soweit alles in Ordnung ist. Mhm.
nicht, ob ich hier bleiben muss oder nicht. Ich hoffe, dass ich nach Hause darf. Morgen hätte ich ja sowieso Termin bei der Hebamme zur Kontrolle. Ja, ich bin richtig erschöpft jetzt von der ganzen Aufregung. Unglaublich, so unfassbar. Da ziehen wir schon aus. Und das waren heute die letzten Züge da so ziemlich in der Wohnung. Wir hätten gar nicht mehr groß hingemusst. Und dann passiert sowas. Unglaublich. Ja. Ich war richtig im Schock so. Ich habe richtig gezittert. Ich hatte so Angst, dass da was passiert. Also nicht nur mir, sondern auch Bernd. Unglaublich. Oder Bernds Eltern. Oder Calvino, der war ja auch da. Der saß zum Glück im Auto. Mann, ey. Tut mir auch leid, der Calvino, der musste das alles mit ansehen. Ich meine, der, mit dem habe ich ja auch schon telefoniert und alles. Und habe ihm die Herztöne hier vom CTG geschickt, so Sprachnachricht, da hat er sich gefreut. Aber trotzdem, dass er sowas miterleben muss, ey, fürchterlich. So eine Situation. Ich bin so froh, dass wir da weg sind. Alles richtig gemacht, dass wir da abhauen. Naja, ich warte jetzt mal auf die Untersuchung hier. Und ja, ich höre halt in den Nebenzimmern, wie die Frauen schreien, die halt Babys kriegen hier im Krankenhaus. Ja, okay, ich melde mich gleich nochmal. Ja, ich muss hier bleiben und... Hier ist Buffetraum. Hier kann man sich immer was zu essen und trinken holen. Hier kann man sich Wasser zapfen. Heißes Wasser, kaltes Wasser, was weiß ich, keine Ahnung. Unglaublich. Bin völlig geflasht. Hier ist Säfte, Milch, alles. Essen. Wow. Ist ja wie im Hotel. So, Bernd hat mir Sachen gebracht. Eine Tasche voller Essen. Voll lieb, was der mir alles gebracht hat. Sogar hier Obst hat er mir gebracht. Meine Salami und alles. Ich habe hier auch einen kleinen Kühlschrank auf dem Zimmer und ich habe einen Zugang bekommen. Oh Mann, ich muss euch das gleich mal alles in Ruhe erzählen. Ich bin fix und fertig. Also ich kann halt jetzt auch nur filmen, wenn... Wenn ich alleine bin, also wenn meine Zimmernachbarin nicht da ist. Ja, mein rechter Arm, ich kann damit gar nicht schwer heben und so, weil das so, ja, unangenehm ist. Und die hätten ja mal fragen können, ob ich Rechtshänderin bin oder so. Dann hätte ich das nämlich am anderen Arm gemacht, aber ich wusste nicht, dass das so unangenehm ist. Ja, egal. Ist ja hoffentlich nur bis morgen, also für 24 Stunden soll ich hier bleiben. Aber ich erzähle euch das gleich in Ruhe. So, also. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es wurde die Polizei gerufen, weil es halt diese Auseinandersetzung gab. Und da hat der Bernd halt erzählt, dass ich schwanger bin am Telefon. Und dann hat die Polizei ja halt direkt einen Krankenwagen mitgeschickt und ich saß dann halt in unserer alten Wohnung auf dem Boden, weil ja gar keine Möbel mehr da sind und dann kamen die Sanitäter rein und ja, wie geht's Ihnen und so. Ich war halt so ein bisschen aufgelöst, ne, einfach bedingt durch diese ganze Situation und so, natürlich. Und dann haben die gesagt, ja, die würden mich halt gerne mitnehmen, einmal nur kontrollieren und so. Ja gut, dann bin ich halt mitgefahren ins Krankenhaus und hier durfte ich dann erstmal gar nicht mehr laufen. Die haben mich dann in den Rollstuhl und setzen sie sich hin und
bleiben sie sitzen und dann sofort ans CTG angeschlossen. Da war ich fast eine Stunde am CTG und das schien auch alles in Ordnung und das Baby, boah, das hat sich so viel bewegt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was ich da für ein Adrenalin ausgeschüttet habe in der Zeit. Entschuldigung. Das war so aktiv und hat so getreten und sich gedreht und was weiß ich alles. Ja, und dann war das CTG fertig. Und dann lag ich da noch eine Stunde oder so in dem Kreissaal und habe gewartet. Die Hebamme kam dann und hat gesagt, ich werde gleich noch untersucht und es dauert halt noch ein bisschen. Und dann habe ich euch ja auch kurz mitgeteilt, dass ich im Krankenhaus bin. Und ja, dann kam der Arzt, hat mich mitgenommen zum Ultraschall. Da hat er vom Bauch halt Ultraschall gemacht, hat das Baby alles ausgemessen, alles ist gut. Keine Plazentaablösung, 1350 Gramm wiegt das Baby und der Kopf ist 27 cm oder 27,5 cm und alles ist super. Aber weil das halt in der, also eine Art Unfall hat er das jetzt so gleichgesetzt, dann sagen die halt, dass man 24 Stunden unter Kontrolle bleiben soll, also hier unter Beobachtung. Und ich habe wieder angefangen zu heulen. Und er so, ja, sie können auch gehen, wenn sie möchten. Da müssen sie halt allerdings unterschreiben, hier gegen ärztlichen Rat, dass ich nach Hause gehe. Und wenn was passiert, also halt eine Plazentaablösung oder so, dann ist es besser, wenn man halt direkt hier ist, ja. Gut, habe ich halt Schiss gekriegt, ne? Bleibe ich natürlich lieber. Hier ist ja nur für 24 Stunden. Und wenn ich halt nach Hause gegangen wäre, dann hätte ich morgen zum Frauenarzt oder Frauenärztin gemusst zum Ultraschall, zur Kontrolle. Und wenn ich jetzt halt hier bleibe, dann machen die das hier morgen direkt, bevor ich dann entlassen werde. Weil er sagt, innerhalb von 24 Stunden, wenn was passiert, ist das Risiko am größten. Ja, mal eben einen Schluck Tee trinken. So, ja, dann habe ich gesagt, okay, dann bleibe ich halt hier. Und dann sagt er, okay, einen Moment. Ist er kurz rausgegangen aus diesem Untersuchungszimmer, kam wieder mit Röhrchen und was weiß ich alles hier. Ja, dann legen wir ihn jetzt erstmal einen Zugang. Ne? Ich so, warum? Ja, wenn was ist, ne, dann müssen wir nicht erst gucken, ob sie einen haben und so. Und ich war so, ich war fix und fertig. Ich war richtig platt und müde und durcheinander durch den Wind und ich sage, ja komm, dann mach, ne? Und habe auch nicht drüber nachgedacht, hätte er das besser links machen sollen, weil ich ja halt Rechtshänderin bin. Egal. Haben sie das halt hier gemacht. Und Corona-Test haben sie gemacht, also ganz tief da im Rachen und in der Nase gemacht. Und dann hat er Blut abgenommen, ganz viele Röhrchen, Eisen, alles wird jetzt getestet. Da müssten jetzt auch gleich die Ergebnisse schon da sein. Da bin ich mal gespannt, weil ich ja jetzt so viele Eisentabletten genommen habe die letzten Wochen. Ja, und dann war ich halt an der Anmeldung, habe mich angemeldet und so Bernd Bescheid gesagt. Bernd hat mir dann halt die Tasche gebracht, habe ich euch gezeigt, hat mir voll viel Essen mitgebracht. Und ich habe eine ganz nette Zimmernachbarin, die ist jetzt nochmal zum CTG. Deswegen kann ich jetzt in Ruhe hier mit euch reden. Und ich habe halt direkt gefragt, ob die hier was haben zum drüber machen, weil ich voll Angst habe, dass ich mir das rausreiße hier, dieses Moped. Und das ist echt unangenehm. Also ist schon besser geworden, aber toll ist anders. Aber egal. Ja. Und so sieht's aus, Leute. Morgen hätte ich ja eigentlich meinen Hebammentermin. Den werde ich jetzt wohl nicht wahrnehmen können, weil der ist nur mittags und ich bin ja bis nur mittags hier. Was ein Chaos. Ja, so ist es. Egal. Ja, ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Ich werde wahrscheinlich mega schlecht schlafen. Bernd und Calvino sind zu Hause, die machen jetzt einen Männerabend. Ja. Egal. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Unglaublich. Ja, ich werde das Video jetzt hier beenden
Und ja, ich werde mich einfach morgen wieder in einem neuen Vlog ja, halte die Ohren steif und bis morgen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.